Mittlerweile werden auch in Deutschland fleißig die Mobilfunkmasten für den neuen Internetstandard 5G aufgestellt. Die Kommunistische Partei Chinas realisiert auf Grundlage der gleichen Technologie den smarten Überwachungsstaat 4.0 und die Militärs können mittels 5G Gefechtsfeldaufklärung betreiben und digitale Waffensysteme testen. Uns Endverbrauchern wird diese ganze Geschichte natürlich von einer etwas anderen Seite präsentiert. Da geht es dann eher um so eine Art digitales Schlaraffenland. Das Internet der Dinge soll nicht nur alle Dinge miteinander verknüpfen, sondern auch direkt uns selber. Wissenschaftler weltweit arbeiten an technologischen Implantaten, an kleinen Chips, die uns direkt ins Gehirn eingepflanzt werden und die uns dann in Echtzeit mit der Artificial Intelligence verschalten. Wir befinden uns in einer Art technologischem Freiluftexperiment, an dem wir teilnehmen, ohne es zu wissen. Besuchen Sie am 8. Januar das LWL-Landesmuseum. Dort stelle ich das zur Diskussion, was ich hier gerade angerissen habe, auf der Grundlage einer Mietvideomontage, die ich hier gerade erstelle. Bis dann!